ein Willkommen und ein großes Dankeschön. Franz, nimm bitte Platz. Ein großes Dankeschön dem wundervollen Tanzpaar, der Tina und dem Delian, die das ja mit dem Tango so können. Franz, kannst du so Tango tanzen? Fast. Das würden wir jetzt gern sehen wollen eigentlich. Nein, wir wollen das Phänomen Franz Bauer einmal beleuchten. Liebe Zuschauer, vielleicht noch mal, um das zu begreifen. Wie alt bist du jetzt? Jetzt 25. 25. Du hast gerade, glaube ich, 4 Konzerte insgesamt in Rotterdam gegeben. 12.000, 13.000 Menschen strömen in die Konzerthalle, um Franz Bauer zu erleben. Also, das ist ein Franz Bauer-Boom. Du hast Platten verkauft, die Leute stehen nachts an den Geschäften an. Wie viele hast du bis heute verkauft? Nur in Holland, denke ich, jetzt weit über die 3,5 Millionen Schallplatten. 25 Jahre alt und 3,5 Millionen Schallplatten verkauft. Das ist... was ist das für ein Gefühl? Es ist eigentlich ein sehr fremdes Gefühl, weil ich bin eigentlich nicht so den ganzen Tag damit beschäftigt. Aber ich komme auch aus einer normalen Familie. Zu Hause bin ich noch immer Franz und kein Künstler. Aber wenn man dann zu Hause ist und man hat jede Ecke und jede Wand, die frei war, voll mit goldener Platin, dreifach Platin, goldene Schallplatten, das ist eigentlich kaum zu begreifen, dass so viele Leute in Holland ein CD von mir zu Hause haben, ist eigentlich Wahnsinn. Das Wahnsinnigste daran ist, wie das alles überhaupt angefangen hat, Franz, bei dir. Wann hast du die Liebe zur Musik entdeckt? Ich war damals 8 Jahre alt und dann habe ich gearbeitet auf ein, wie heißt das, Erdbeerengelände? Erdbeerfeld? Erdbeerfeld. Und, und mit das Geld habe ich dann meine erste Schallplatte bezahlt und selber auch verkauft. Wie? Moment, du hast eine Platte mit 8 Jahren aufgenommen? Aufgenommen und mit das Geld dann auch bezahlt und dann kamen die Schallplatten zu Hause. Wie viel waren das? 500. 500 Platten? 500 Platten und dann bin ich mit meiner Tasche nach den Nachbarn gegangen und gefragt, ich bin Franz, wollen Sie meine Schallplatte kaufen? Und was haben die Leute gesagt? Da waren auch Leute dabei, die sagten damals, nein, danke schön, wir lieben die Musik nicht. Und, aber auch Leute, woher, die sagen, woher kannten die Leute die Musik? Hast du das vorgesungen? Ich musste warten, weil die Leute, die wollen das immer hören und die haben das dann abgespielt und ich habe dann gewartet. Und dann sagen die, ja, wir wollen eine oder wir wollen nicht, ne? Was hast du damals gesungen? Was habe ich damals gesungen? Das war eigentlich so ein Kinderlied. Wenn man das übersetzt, kannst du es ansingen? Auf Holländisch? Aber ja, das klar. Versteht ja keiner. Das ist doch, wir hören das gern, oder? Klar. es geht so. Ben je jong, zijn de zorgen nog ver? Je bent sterk en je hart is vol vuur. Het was eigenlijk zo, het was van, wenn du jung bist, sind die Sorgen noch nicht da. So das ist ein 8-jähriger Junge, das ist schon ganz schön erstaunlich, ja. Also die erste Platte, selbst finanziert. Ich habe gelesen, auch Papa hat dazu beigetragen. Kommst du aus einer gut situierten Familie? Wie waren die Verhältnisse zu Hause? Ja gut, ich habe eine gute Jugend gehabt, immer alles bekommen, was ich gerne wollte, bis die Möglichkeiten da waren. Gute Schule gehabt und eigentlich nichts Besonderes, aber trotzdem. Darauf, also warum sprichst du zum Beispiel so gut Deutsch? Na, ich finde, dass mein Deutsch ist noch nicht so gut, wie es eigentlich sein könnte. Nein, man versteht aber dich hervorragend. Das ich hoffe, das Publikum versteht mir. Ja, super. Aber wo hast du es gelernt? Das ist eine sehr lange Geschichte. Das war damals auf einem Nonnenkloster in Holland. In einem Nonnenkloster bei den Nonnen. Hast du Deutsch gelernt? Ja. Ja, wirklich wahr. Gut, wir fragen jetzt nicht weiter. Okay, ist gut. Aber es hat offensichtlich geholfen. War das so ein Ziel dann, dass du gesagt hast, du möchtest gern also auch Deutschland musikalisch erobern? Wo bist du aufgetreten das erste Mal? Und es war für mich eigentlich so, dass mein Großvater ist geboren in Leipzig. Und er hat mich viel über seine Heimat erzählt, aber ich hatte niemals Deutschland gesehen und ich war
eigentlich 21 Jahren, bevor ich das erste Mal im Ausland war, und das war auch in Deutschland. Und da habe ich Uwe Busse begegnet und der wollte gerne mit mir einen Schallplatt aufnehmen. Und seitdem arbeiten wir jetzt, denke ich, so kleine 3 Jahre zusammen. Und vor 3 Jahren habe ich dann das erste Lied gemacht in Deutschland. Und das heißt Buenos Dias, Weiße Taube. Wer kennt es nicht? Dann, Buenos Dias, Weiße Taube. Endlich hat man sie weinen sehen. Bella Madonna. Und klar, wenn man es hört, dann sagt man sich so, diese Ähnlichkeit zu Julio Iglesias. Wie kommt das? Seid ihr euch mal begegnet? Ja, wir haben zusammen in Holland ein Debate gemacht. Wir haben auch zusammen einen Auftritt gemacht für Fernsehen. Und ich bin immer ein sehr großer Fan von ihm gewesen. Ich finde, wie er seine Stimme gebraucht, ist, finde ich, sehr besonder. Und ich finde, dass er auch... Was sagt er zu dir? Also, hat er eine Antenne für dich? Oder? Was eine Antenne? Ja, keine Satellitenschüssel, einfach einen... Eigentlich ganz... Einen Nerv, einen Draht, einen... Eigentlich ganz normal. Wenn ich arbeite, rede ich eigentlich nie über was ich mache. Es ist immer mehr für mich wichtiger... Wie ist er auf dich gekommen? Julio Iglesias, ein Weltstar. Ganz normal. Ganz normal. Ich hatte nie das Gefühl, dass er ein Star war. Und ich denke, dann ist es gut. Ah, das ist wahrscheinlich auch eine Stärke, die du hast. Wir haben hier Ostern und fragen uns natürlich, welche Osterbräuche gibt es bei unseren Nachbarn? Wie habt ihr zu Hause Ostern gefeiert? Na, meine Vater und Mutter hatten immer die Eier versteckt und ich musste das dann suchen. Im Haus, im Garten? Überall, das könnte überall sein. Und der soll das auch essen und muss einen Wunsch sprechen für die Freunde. Aha. Also probieren Sie es mal, zerschlagen Sie mal die. Ich weiß nicht, die gehen, glaube ich, nicht kaputt, oder? Die sind aus Beton. Hier. Ah, deins jetzt, ist kaputt. Jetzt muss ich die Ei essen. Ja, das machen wir. Das machen wir gleich. Wir wollen ja etwas von dir hören. Wir können uns vielleicht mal deine Familie anschauen. Wen haben wir hier auf dem Foto alles drauf? Deinen Eltern schon ein großes Geschenk gemacht? Alles mit. Ich finde das sehr wichtig, weil wenn ich dann zu Hause komme und ich muss erzählen, was ich erlebt habe, ist das natürlich, wenn man so viel erlebt. Es ist besser, wenn sie dabei sind. Und wem gehört dein Herz? Wer gehört mein Herz? An meine Freundin natürlich. Wie heißt sie? Mariska. Hier haben wir sie. Mariska. Und dann haben wir ein Foto gefunden. Das möchte ich Ihnen zeigen. Gibt es denn da schon Nachwuchs? Oder was ist das? Das wird bei der Zeitung ja immer gern dann so vielleicht ein bisschen missgedeutet. Franz Bauer, heimlich Vater geworden. Ist das so? Nein, es ist der Sohn von meinem Bruder. Dein Neffe? Meine Neffe. Und ja, da bin ich, wenn er kommt, bin ich, ja, das ist alles für mich. Spielst du mit ihm? Den ganzen Tag. Ja, alles. Und immer fragt er, wenn ich weggehe, wann kommt das Cadeau? Und da muss ich wieder etwas mitnehmen. Aber es ist toll, wenn man einen Neffe hat. Das ist natürlich auch, wenn ich bin auch wenig zu Hause. Und wenn er dann da ist, ist für mich ist wie ein Fest. Ne? Für die Zukunft. Es ist jetzt so, bin ich eigentlich jeden Tag weg. Und eigentlich so, der letzten 2 Jahre habe ich mich selber so, habe ich herausgefunden, dass nicht nur Arbeiten wichtig ist. So, wir suchen jetzt nach einem sehr schönen Platz, wo ich etwas sehr Schönes bauen kann. Ein Haus bauen? Ein Haus bauen kann. Vielleicht in das gleiche Ort, wo ich jetzt bin. Aber ich bin jemand, ich denke nicht und mache das. Ich denke erst nach und denke nochmal nach. Und dann nach 1000 Mal nachdenken, mache ich das. Nie kapst und auch nie das verlierst. Wir schauen mal. Ich seh mich so nach dir, 1000 Meilen Einsamkeit liegen zwischen dir und mir. Zärtlich schreib ich diese Zeilen,
Ich brauche dich und dein Love. Doch Sehnsucht kann mein Schwert beschreiben. Drum hab ich für dich einen Gruß. Was dir mein Herz nicht sagen kann, sag ich mit dunkelroten Rosen. Ich schick sie dir mit den drei Worten. Ich liebe dich. Was dir mein Herz nicht sagen kann, das sagt die Königin der Blumen. Weil sie genauso schön wie du ist, schenk ich sie. Steh vor deiner Tür, dann nehm ich dich in meinen Arm und bleib für immer hier. Als alles noch draußen ging, hab ich im Traum mir vorgestellt, darum mag ich die schönsten Rosen. Für dich ganz allein heute bestellt. Was dir mein Herz nicht sagen kann, sag ich mit dunkelroten Rosen. Ich schick sie dir mit den drei Worten. Ich liebe dich. Was dir mein Herz nicht sagen kann, das sagt die Königin der Blumen, weil sie genauso schön wie du ist, schenk ich sie dir. Was dir mein Herz nicht sagen kann, sag ich mit dunkelroten Rosen. Ich schick sie dir mit den drei.